Obwohl Anja ihrem Mann ein Ultimatum gestellt hat, ist Vera 3 Tage später immer noch nicht ausgezogen. Heute soll das 2. Treffen mit Max stattfinden. Doch Jugendamtmitarbeiterin Mimi Neubauer hat schlechte Nachrichten für Ariane Paulus Mandant. Wo ist denn Max? Ja, es tut mir leid, ich habe den Termin abgesagt. Ja, aber warum denn das? Also, finden Sie das so sinnvoll, so kurzfristig den Termin abzusagen? Ja, und ich war extra im Fanshop und habe ihm hier so ein T-Shirt besorgt, weil wir ihm eine Freude machen wollten. Ja, das ist auch unheimlich lieb von Ihnen, aber ehrlich gesagt zweifle ich im Moment etwas an Ihrer Tauglichkeit als Adoptiveltern. Was? Ich meine, leider ist mir zu Ohren gekommen, dass Sie sich nicht mehr ganz so einig sind, was die Adoption angeht. Aber das stimmt doch gar nicht, wir sind uns vollkommen einig. Also, meine Mandanten wollen die Adoption und das schon seit Jahren, also bitte. Naja, also Herr Becks Mutter war gestern bei mir und hat mir erklärt, dass es in letzter Zeit ständig zu Streitereien zwischen Ihnen und den Kindern kommt, weil die Kinder eben nicht mehr so hinter der Adoption stehen. Siehst du? Ich hab's dir gesagt, deine Mutter manipuliert das Adoptionsverfahren. Das stimmt nicht. Nur seine Mutter ist dagegen. Wir sind uns vollkommen einig. Sie ist die Einzige, die was dagegen hat. Ja, und wie Sie richtig sagen, Frau Beck Senior gehört nun mal nicht zur Kernfamilie. Ja, aber sie lebt im gleichen Haushalt. Ja, zumindest ist das meine letzte Information. Ja, aber doch nur vorübergehend. Ihr geht's im Moment nicht so gut. Und Herr Beck war so freundlich, seine Mutter bei sich aufzunehmen. Ich meine, das spricht doch auch dafür, für einen verantwortungsbewussten Menschen. Ja, das schon. Aber trotz allem muss ich Ihnen sagen, klingt das für mich alles total chaotisch. Also nicht nach einem stabilen und geregelten Zuhause für Max. Bitte nehmen Sie uns jetzt die Chance nicht wieder weg. Wir haben ihn doch schon so ins Herz geschlossen. Das können Sie uns jetzt nicht antun. Na gut, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie sorgen zu Hause für geregelte Verhältnisse und ich schaue in 2 Wochen vorbei und sehe zu, dass ich die Pflegeerlaubnis erteilen kann. Das wäre wirklich nett. Ja? Das ist doch ein Wort. In Ordnung. Danke, Frau Neubauer. Gerne. Dankeschön. Bitte. Danke. Tschüss. Tschüss. Es bleiben 14 Tage Zeit, um die Differenzen mit Vera Beck zu regeln. Und das Zimmer muss geräumt werden. Ein eigenes Zimmer wäre mehr als wichtig für die Adoption. Was die Frau macht, das geht gar nicht. Und das werde ich ihr jetzt auch sagen. In Berlin hilft Anwältin Ariane Paulus ihren Mandanten Anja und Guido Beck dabei, den 6-jährigen Waisenjungen Max zu adoptieren. Eigentlich lief alles perfekt. Doch dann ist Guidos Mutter Vera bei ihrem Sohn und seiner Familie eingezogen und versucht, die Adoption zu verhindern. Frau Beck, wir müssen uns mal unbedingt über Ihr Auftreten beim Jugendamt unterhalten. Das waren alles Lügen, die Sie dort erzählt haben. Das geht gar nicht. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie das richtigstellen. Ich hab's doch nur für Guido gemacht. Aber Mama, du tust mir doch keinen Gefallen damit, wenn du unsere Kinder gegen die Adoption aufbringst und alle anlügst, vor allem das Jugendamt. Was denkst du dir denn dabei? Ja, ich wollte nur euer Bestes. Ja? Ihr habt schön dieses wunderbare Haus, ihr habt 2 tolle Kinder, ihr habt euch. Was wollt ihr denn noch mit so einem anderen, einem fremden Kind? Wissen Sie, Frau Beck, das ist aber nicht Ihre Entscheidung, sondern die Entscheidung Ihres Sohnes und Ihrer Schwiegertochter. Und im Übrigen müssen Sie das Zimmer für den Jungen räumen. Vera, du kannst uns doch jederzeit besuchen kommen. Aber so krank, dass du hier leben musst, bist du zum Glück nicht. Ganz genau, Frau Beck. Vielleicht erzählen Sie uns doch einfach mal, wie krank Sie wirklich sind. Wie oft müssen Sie sich denn spritzen am Tag? Oder was nehmen Sie überhaupt für Medikamente? Ja, spielt das hier eine Rolle? Ja, und ob das eine Rolle spielt, Frau Beck? Ich meine, Sie können nicht alleine oder wollen nicht alleine wohnen. Ja, und da aber die ganze Aufmerksamkeit der Familie sich demnächst auf einen kleinen Jungen richten wird, ja, dann müssen wir uns doch bei Ihnen Gedanken über einen ambulanten Pflegedienst machen. Ihr wollt mich abschieben, ne? Ich hab's gewusst. Ihr wollt mich abschieben. Quatsch. Hallo, Süße. Oma, was hast du? Soll ich dir etwas Schokolade aus deinem Versteck holen? Schokolade? Was für ein Versteck? Das hat die Kleine falsch verstanden. Dann komm, Insa, geh mal schön ins Haus, zieh dich mal um, ja? Also, Frau Beck, sind Sie überhaupt krank? Haben Sie uns hier was zu erzählen? Schokolade, Versteck? Also, was erlauben Sie sich eigentlich, in diesem Ton mit mir zu reden? Das ist ja eine Frechheit. Aha. Ich muss jetzt zum Arzt, ich habe einen Termin, ja? Warte, Mama, ich fahre dich. Ja. Also, ich glaub's ja nicht. Ich meine, sie hat ihn ja völlig im Griff. Sie weiß ja genau, welche Knöpfe sie bei ihm drücken muss. Ja, und so geht das schon die ganze Zeit. Ich kann ja verstehen, dass er ihr helfen, wenn es ihr nicht gut geht. Aber Sehen Sie jetzt, dass ich glaube, dass sie übertreibt? Ehrlich gesagt, ich bin mir sogar total unsicher, ob sie überhaupt krank ist. Ich meine, Schokolade im Geheimversteck und meinen Fragen zu den Medikamenten, der weicht sie ja auch nur aus. Oder haben Sie sie irgendwie mal gesehen mit einer Spritze oder Medikamenten, irgendwas? Nee, genau mein Reden, also bisher nicht. Ich will endlich wissen, ob Vera wirklich krank ist oder nicht.
Und ich weiß auch schon, wie ich es herausfinde, auch wenn es nicht die feine englische Art ist. Anja hat schon lange den Verdacht, dass Vera die Altersdiabetes nur vortäuscht, um versorgt zu werden und so die geplante Adoption zu verhindern. Auf der Suche nach der Wahrheit verschafft sich die 34-Jährige noch am selben Tag mit einem Zweitschlüssel Zutritt zur Wohnung der angeblich schwerkranken Rentnerin. Die Gelegenheit ist günstig, denn Guido hat seine Mutter vor 10 Minuten beim Arzt abgesetzt. So ganz wohl fühle ich mich bei der Sache natürlich nicht. Aber ich muss endlich wissen, ob Vera uns anlügt. Also hier sind schon mal keine Medikamente. Unser kleiner Guido, endlich ist er bei uns. Vielleicht brauchen wir noch was anderes. Wäre ja irgendwie gut, so ein Prosecco oder... Anja, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Ja, spinnst du in meiner Wohnung? Du hast hier eingebrochen. Ich denke, du hast einen Arzttermin. Und von wegen Diabetes. Triffst du dich hier heimlich mit deiner Freundin und bei uns machst du einen auf krank? Du hast Diabetes? Ja. Das ist ja schrecklich. Tja, keine Sorge, sie hat keine Diabetes. Und warum das Theater wäre, erklär's mir. Ja, erklär du mir mal, warum du hier in meiner Wohnung bist, ja? Du hast eingebrochen. Ich könnte dich anzeigen. Das ist eine Unverschämtheit. Weißt du was? Unverschämtheit. Auf deine Spielchen habe ich keine Lust mehr und du brauchst dich auch nicht bei uns zu Hause blicken lassen. Ich werde jetzt erstmal Frau Paulus anrufen und ihr sagen, dass sie mit ihrem Verdacht richtig lag. Und zweitens will ich wissen, wie ich Vera außer Haus kriege, falls sich Guido weigern sollte. Mit Hilfe von Anwältin Ariane Paulus will Anja ihre Schwiegermutter zum Auszug zwingen. Grund dafür ist ein Besuch des Jugendamtes, das prüfen will, ob die Familie Adoptivkind Max ein ordentliches Zuhause bieten kann. Tja, das ist ja auch wirklich ein Ding. Sie lässt sich von ihrem Mann zum Arzt fahren und dann geht sie erst mal ein Stück Kuchen essen mit ihrer Freundin. Ja. Naja, wie gesagt, was sagt denn eigentlich ihr Mann dazu? Das würde mich mal interessieren. Ach, ich wollte erst mal mit Ihnen reden, weil ich möchte um jeden Preis, dass meine Schwiegermutter auszieht, auch wenn er weiterhin sie in Schutz nehmen sollte. Was kann ich denn da machen? Ja, Sie müssen natürlich nicht dulden, dass Ihre Schwiegermutter weiterhin bei Ihnen wohnt, ne? Okay. Also sie stört ja nachweislich auch den ehelichen Frieden. Mhm. Und wir könnten natürlich auch Ihren Mann verklagen, dass der zustimmt, dass Ihre Schwiegermutter auszieht. Mein Mann soll ich verklagen? Also das finde ich zu heftig. Frau Beck, ich zeige nur die rechtlichen Möglichkeiten. Auch Sie müssen Ihren Mann natürlich nicht verklagen. Mhm. Ja, und letztendlich ist es auch... das, was Ihre Schwiegermutter eigentlich möchte. Sie möchte einen Keil zwischen Sie treiben. Sagen Sie, haben Sie eigentlich noch andere Beweise gefunden in der Wohnung, wenn Sie schon da waren? Stimmt, gut, dass Sie das sagen. Ich habe hier dieses Foto gefunden. Ach Gott, wie süß. Hier steht auch was drauf. Unser kleiner Guido, endlich ist er bei uns. Ja, sagen Sie, was ist eigentlich mit dem Vater von Ihrem Mann? Also der ist gestorben. Darf ich das behalten? Ja, klar. Das wäre nett. Der ist gestorben, als Guido ca. 1,5 Jahre alt war. Und viel reden die auch nicht drüber. Eigentlich gar nicht. Komisch. Bisher gab es immer nur Guido und seine Mutter. Hm. Wissen Sie, ich könnte mir vorstellen, dass das auch irgendwo im Zusammenhang steht. Ich meine, vielleicht hat Ihre Schwiegermutter einfach Angst, dass Ihnen beiden oder einem von beiden was passiert und der andere dann einfach mit 3 kleinen Kindern dasteht. Hm. Meinen Sie, meine Schwiegermutter hat sowas wie ein Trauma, weil sie damals alleine dastand und niemand hatte, der sie unterstützt hat? Ja, möglich wäre es doch. Ich meine, wir wissen es nicht, aber wissen Sie, Sie sollten auf jeden Fall mal mit Ihrem Mann sprechen. Ja? Und ich werde auf jeden Fall mit der Freundin Ihrer Schwiegermutter reden. Und vielleicht erfahren wir ja da mehr, warum sie so gegen die Adoption ist. Das ist super. Gut, also dann tun Sie Ihr Bestes, wenn Sie mit Ihrem Mann sprechen. Haben Sie die Nummer von Erika, oder? Nee, geben Sie mir die doch bitte. Das wäre noch eine gute Sache. Ich bin überzeugt davon, dass Vera Beck uns nicht die Wahrheit darüber sagt, warum sie gegen die Adoption ist. Möglicherweise liegen die Ursachen ja tatsächlich in der Vergangenheit. Ich hoffe jedenfalls, dass Frau Erika Heinzmann hier Licht ins Dunkel bringen kann. Anja hofft inständig, dass die Recherchen der Anwältin die ganze Wahrheit aufdecken. Sie selbst ist fest entschlossen, Guido endlich davon zu überzeugen, dass seine Mutter ausziehen muss. Nur so hat das Ehepaar eine Chance, die Adoption von Max durchzuziehen. Was fällt dir denn ein, in den Sachen von meiner Mutter rumzuschnüffeln? Geht's noch? Ich wollte doch nur wissen, warum sie so gegen die Adoption ist. Ja, aber das ist doch noch lange kein Grund, in fremde Wohnungen einzubrechen. Ich hab dir schon mal gesagt, hör auf mit den Hirngespinsten gegen meine Mutter und lass sie in Ruhe. Das werde ich auch, wenn du mir endlich glaubst. Und ich wette, dass sie dir nicht alles erzählt hat, oder? Was denn zum Beispiel nicht? Sie war gar nicht beim Arzt. Die hat sich gerade schön mit Erika getroffen. Dazu hatten sie eine fette Torte. Und Medikamente nimmt sie auch keine? Oder hast du sie schon mal irgendwelche Medikamente nehmen sehen?
Nee. Und sie will auch nie, dass ich mit ihrem Arzt rede. Siehste. Mama! Du bist nicht krank, stimmt's? Was? Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, du brauchst gar nichts mehr sagen. Das reicht mir nämlich schon als Antwort. Ich kutschiere dich in der Gegend rum. Ich bin für dich da und vor allem mache ich mir Sorgen um dich. Und was machst du? Du nutzt mich aus. Du lügst mir mitten ins Gesicht. Und alles nur, weil du nicht willst, dass wir noch ein Kind bekommen. Ich hab nicht gelogen. Ich hab nicht gelogen. Doch, du hast gelogen. Ich hab nicht gelogen. Und du verschwindest jetzt. Nein. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Bitte, bitte. Hier, deine Schuhe. Deine Jacke. Wieso? Ich hab nicht gelogen. Tschüss. Ich hab nicht gelogen. You said it was over. Um herauszufinden, warum Vera Beck ständig lügt und die Adoption verhindern will, hat Anwältin Ariane Paulus gleich für den nächsten Tag einen Termin mit Erika Heinzmann vereinbart. Die 63-Jährige ist eine enge Freundin der Rentnerin. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, es geht um Familie Beck. Es geht um Guido und seine Frau. Die beiden wollen ein Kind adoptieren. Aber ihre Freundin, die Vera, tut eigentlich alles, um das zu verhindern. Die beiden wollen ein Kind adoptieren? Das hat mir Vera gar nicht erzählt. Ja, es ist so, dass das schon sehr lange geplant war. Und nun hatte auch das Jugendamt tatsächlich ein passendes Kind gefunden. Nur seit Vera das weiß, spielt sie völlig verrückt. Sie manipuliert das Jugendamt, sie manipuliert ihre Enkelkinder. Und also wir fragen uns langsam, warum sie das tut. Und das wollen Sie jetzt von mir wissen? Wir haben uns einfach gefragt, ob Sie uns weiterhelfen können. Denn wir hatten schon überlegt, ob es irgendwie mit der Vergangenheit zusammenhängt. Ich meine, immerhin, Ihr Ex-Mann ist gestorben. Vielleicht hat sie Angst, dass sich das Schicksal wiederholt, dass einer der beiden alleine da sitzt mit drei Kindern. Nein, das ist es nicht. Ja, aber um Gottes Willen, helfen Sie uns. Ich meine, sie manipuliert dermaßen die Familie, sie verliert ihren Sohn. Ich kann Ihnen nur so viel sagen. Guidos Vater ist nicht tot. Er hat Vera verlassen, als Guido noch sehr klein war. Und mehr sage ich jetzt dazu nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das sind ja echt brisante Neuigkeiten. Vera Beck hat also eine Lebenslüge. Nur was hat dieser totgesagte Ehemann mit der Adoption zu tun? Das gilt es jetzt herauszufinden. Ich muss einfach mehr in Erfahrung bringen über diesen Dieter Beck. Rentnerin Vera Beck aus Berlin will verhindern, dass ihr Sohn Guido und seine Frau Anja ein Kind adoptieren. Anwältin Ariane Paulus hat herausgefunden, dass die 64-Jährige eine Lebenslüge mit sich herumträgt. Und genau die muss sie nun ihren Mandanten offenbaren. Ach, wissen Sie was, ich mach's jetzt einfach kurz. Ja, Ihr Vater ist damals nicht gestorben. Was? Mein Vater ist nicht tot? Das verstehe ich nicht. Nein, also ich habe es überprüft, es stimmt. Und er hat sie damals, also ihre Mutter damals verlassen, da waren sie 1,5 Jahre alt. Und heute, ja, dürfte er mit seiner Familie in Köln leben. Das glaube ich ja jetzt nicht. Aber wieso hat sie denn gesagt, dass er tot ist? Ich meine, er war doch ihre große Liebe, die erklärt man doch nicht für tot. Naja, ich kann es mir auch nur so erklären, dass sie so enttäuscht war von ihm, weil sie seine große Liebe war. Und sie waren immerhin ein kleines Kind und er hat sie verlassen und ist er einfach für sie gestorben gewesen. Ja, aber trotzdem, ich meine, wie kann sie so egoistisch sein und mir meinen Vater vorenthalten? Sowas macht man doch nicht. Ich weiß es nicht, also. Ich dachte nur, Sie sollten es einfach wissen. Ja, das ist ja nett von Ihnen. Das gibt's ja gar nicht. Beck, hallo? Ah. Ja? Okay. Ja, danke, dass du angerufen hast. Ja, bis dann. Ciao. Wer war das? Was passiert? Das war Erika. Mama hatte einen Schwächeanfall und liegt im Krankenhaus. Ach Gott. Aber ich will da jetzt nicht hin. Also sie will, dass wir hingehen, aber ich mach das nicht. Die will mich eh wieder nur einlullen, weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Was ist, wenn diesmal wirklich was ist? Na, dann ist sie ja im Krankenhaus genau richtig aufgehoben. Ich kann da jetzt jedenfalls nicht hin. Ich meine, sie hat mich mein ganzes Leben lang angelogen. Das muss ich erst mal sacken lassen. Herr Beck, ich müsste eh noch mal mit Ihrer Mutter sprechen. Hätten Sie was dagegen, wenn ich hinfahre? Nein, gar nicht. Das wäre nett. Danke. Ja, dann machen wir das so. Und danke, dass Sie mir die Wahrheit gesagt haben. Na ja, klar. Ich melde mich einfach später, ne? Alles klar. Tschüss. Danke, ciao. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich meine, ich bin stinksauer auf meine Mutter. Ich hätte die ganzen 38 Jahre lang einen Vater haben können. Wieso hat sie mir erzählt, dass er tot ist? Ich verstehe das einfach nicht. Guido muss die Nachricht, dass sein Vater noch lebt, erst einmal verarbeiten.
Anwältin Ariane Paulus stattet seiner Mutter in der Zwischenzeit einen Besuch in der Klinik ab. Vor lauter Aufregung hat Rentnerin Vera Beck diesmal wirklich einen Schwächeanfall erlebt. Wo ist Guido? Er will nichts mehr von mir wissen, stimmt's? Naja, nehmen Sie es ihm nicht übel. Ich meine, er hat allen Grund, sauer zu sein, oder? Erst spielen Sie ihm eine Krankheit vor und dann erfährt er noch, dass Sie ihm den Vater vorenthalten haben. Das habe ich doch nicht extra gemacht. Ach, Frau Beck, was heißt denn nicht extra gemacht? Ich meine, Sie haben sich doch dafür entschieden, ihm zu erzählen, dass sein Vater tot ist. Hm? Das war doch Ihre Entscheidung. Warum eigentlich? Ich meine, waren Sie so enttäuscht, dass Sie verlassen wurden? Oder hat der Mann irgendwie Ihrem Kind geschadet? Es sollte alles so schön werden. Und dann ist alles schiefgelaufen. Und die Familie ist zerstört worden. Unser kleiner Guido. Endlich ist er bei uns. Es gab gar keine Bekannte, oder, die ein Kind adoptiert hatte, Frau Beck. Das ist Ihr Adoptivsohn. Sie haben Guido adoptiert, richtig? Wir wollten so sehr ein Kind haben, mein Mann und ich. Und als Guido dann bei uns war, da hat mein Mann es nicht fertiggebracht, ihn als seinen eigenen Sohn anzunehmen. Ich muss einfach nachsehen, wie es dir geht. Hallo. Ist alles in Ordnung? Hallo. Geht schon besser. Sagen Sie es ihm, Frau Beck. Also, Guido, der Grund, warum ich so gegen die Adoption bin, ja, ist, du bist auch ein Adoptivkind. Was? Ich? Dein Vater und ich haben uns so sehr ein Kind gewünscht und wir konnten keine Kinder kriegen. Wir haben uns so gefreut, als du dann da warst, ja? Aber dein Vater hat es nicht fertiggebracht, dich als seinen leiblichen Sohn zu akzeptieren. Es war schlimm, es war traurig. Und nur damit das nicht rauskommt, hast du riskiert, dass unser Traum vom dritten Kind platzt? Tut mir leid, Guido, es tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht, dass euch dasselbe passiert, euch beiden. Die Realitäten sind manchmal ganz anders, als man denkt. Und bitte, bitte, Guido, lass dich nicht zu dieser Adoption drängen von Anja. Bitte, lass dich nicht drängen. Wir wollen das Kind, nicht sie, wir, okay? Und du sagst am besten kein Wort mehr dazu. Es kommen ja eh nur Lügen aus deinem Mund. Tut mir leid, ich brauche jetzt frische Luft. Herr Beck hat heute erfahren, dass er adoptiert wurde. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie sich anfühlt, von der eigenen Mutter, der man so vertraut, belogen zu werden. Frau Vera Beck soll endlich über ihren Schatten springen und wieder gut machen, was sie angerichtet hat. Und wenn Herr Beck seine leiblichen Eltern kennenlernen möchte, dann werde ich ihn bei der Suche auch unterstützen. Denn jedes Kind hat vom Gesetz wegen das Recht, seine wahre Herkunft zu kennen. Und dann schaust du zurück. 12 Tage später steht den Mandanten von Ariane Paulus wichtiger Besuch ins Haus. Jugendamtmitarbeiterin Mimi Neubauer will heute darüber entscheiden, ob Adoptivkind Max in Zukunft bei den Becks leben darf. Von Großmutter Vera hat die Familie nichts mehr gehört. Ja, also sind sich, was die Adoption angeht, alle einig? Ja. Ja? Oder sind wir, Luis? Ja, Mama. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Max zu uns kommt. Ich habe auch geholfen, das Zimmer für ihn zu streichen. Und er kann Theo haben. Mit dem kann man super kuscheln. Insa, das ist aber lieb. Da wird sich Max bestimmt sehr wohl fühlen bei euch. Das denke ich wohl auch. Da wird er sich sicher freuen. Ich geh schon. Erwarten wir noch jemanden? Nee, eigentlich nicht. Spontan. Besuch? Ach, meine Kleine. Meine Lieben. Vera, wir haben jetzt keine Zeit. Ich bitte dich zu gehen. Frau Beck, bevor Sie gehen, hätte ich ehrlich gesagt noch eine Frage. Ich meine, Sie waren doch so gegen diese Adoption. Sind Sie denn immer noch der Meinung, dass der Junge hier nicht gut aufgehoben ist? Ich denke, diese Frage dürfte doch für Ihre Entscheidung eigentlich gar keine Rolle spielen, oder? Nein, das nicht, aber ich wollte gerne Ihre Meinung hören. Also, ich bin hierher gekommen, um was klarzustellen. Mhm. In Wahrheit war ich nie dagegen und hatte nie Bedenken. Im Gegenteil. Mein Sohn und meine Schwiegertochter sind so hervorragende und gute Eltern. Jedes Kind würde sich hier wohlfühlen mit diesen Eltern. Stimmt's? Das ist richtig, ja? Es tut mir furchtbar leid. Als ich neulich bei Ihnen war, habe ich nur Unsinn erzählt. Ich bin egoistisch gewesen und ich weiß, dass das nicht gut war. Es tut mir furchtbar leid.
Also war sich die Familie im Grunde nie uneinig? Nein, nein. Und sie freuen sich alle vier, dass dieser Max jetzt endlich mal zu ihnen kommt. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, Sie tun dem Kind damit einen ganz großen Gefallen. Gucken Sie sich an, wie glücklich diese Familie ist. Okay. Ja? Danke, Vera, dass du das richtig gestellt hast. Ja, und es tut mir wirklich sehr leid, dass ich euch in diesen Schlamassel reingerissen habe. Wirklich, es tut mir sehr leid. Ist schon okay. Ja. Guido, und es tut mir auch wirklich leid, dass ich dir nicht die Wahrheit gesagt habe. Ich bedauere das. Ja? Ich wollte dich beschützen. Ich weiß aber, dass das der falsche Weg war. Ja? Es tut mir leid. Du bist alles, was ich habe. Und ich hoffe, dass du mir eines Tages verzeihen kannst. Weißt du was, Mama? Gerade weil ich so eine tolle Mutter habe, die alles für mich getan hat, möchte ich unbedingt ein Kind adoptieren. Um ihnen das zurückzugeben, was ich bekommen habe. Ach, ja. Vera Beck hat wieder gut gemacht, was wieder gut zu machen war. Nun kann die Adoption endlich eingeleitet werden. Und meine Mandanten sind überglücklich. Das heißt, der kleine Max kann jetzt kommen. 10 Tage später ist es endlich soweit. Heute wird Waisenjunge Max bei seiner Adoptivfamilie einziehen. Anjas und Guidos leibliche Kinder Insa und Luis freuen sich wahnsinnig auf ihren Bruder. Und auch Oma Vera kann es kaum erwarten, ihren neuen Enkel kennenzulernen. Ja. Cooles Trikot. Danke. Wollen wir vielleicht bei euch im Garten spielen? Nicht bei euch im Garten, ist jetzt auch dein Zuhause. Ja. Na, die verstehen sich immer super, die drei, oder? Ja, und danke, dass sie uns noch mal so toll zur Seite gestanden haben. Und dass sie mich ermutigt haben, Guido endlich die Wahrheit zu sagen. Das wurde ihr allerhöchste Eisenbahn. Ich bin so glücklich, dass Max ab heute bei uns lebt. Und sowas wie Guidos Vater wird mir nicht passieren. Und ich liebe Max jetzt schon wie ein eigenes Kind. Dankeschön. Vielen Dank nochmal. Alles Gute. Dankeschön. Für Familie Beck brechen spannende Zeiten an. Um Max den Start in sein neues Leben zu erleichtern, haben Anja und Guido in Absprache mit den Schulen ihrer Kinder entschieden, ein paar Tage Urlaub auf einem Bauernhof zu machen. Oma Vera kommt natürlich mit.